Die einzige erfolgreiche Freiheitsbewegung der Geschichte war die kommunale Bewegung im Mittelalter. Die mittelalterliche Kommune entstand aus einer privaten und freiwilligen Vereinigung von Bürgern, um sie von ihrer Unterdrückung durch die Feudalherren zu befreien. In Italien, Spanien, Deutschland, Flandern, Holland, Frankreich und England begannen die Bewohner, ihre eigenen Bezirke zu befestigen und entzogen sich so der Herrschaft ihrer Territorialherren und begannen, die Gesellschaft von Grund auf neu aufzubauen. Auf diese Weise entstanden einige nicht-feudale Inseln, die freien Städte, inmitten des feudalen Meeres. Die Städte wurden zu wahren Oasen der Freiheit, da sie einen wunderbaren Prozess der Emanzipation der Ausgebeuteten von der feudalen Herrschaft ermöglichten. Stadtluft macht frei, sagte man im Mittelalter, weil die mittelalterliche Stadt zu einem unwiderstehlichen Anzugspunkt für Leibeigene wurde, die ihre Herren entfliehen wollten. Für Kaufleute und Handwerker, die frei handeln und produzieren wollten, und auch für jene verarmten Ritter, die ihre sozialen Bedingungen zu verbessern suchten. Die Stadt bot Schutz, Freiheit, Verdienstmöglichkeiten und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, gestärkt durch den permanenten Kampf gegen die Territorialherren, an dem alle Einwohner teilnahmen. Das Bürgertum wurde zur Heldenfigur jener Zeit, dass es erstmals vermochte, Reichtum zu vermehren, nicht mit den seither üblich gewalttätigen Methoden der Eroberung und des Krieges, sondern mit den friedlichen Mitteln der Erfindung, der Arbeit, der Produktion und des Handels. Heute, eines angesichts zunehmend ausbeuterischen Staates, brauchen wir eine neue kommunale Bewegung, um uns von den heutigen Territorialherren zu befreien. Nur durch die kommunale Unabhängigkeit können wir wieder in Frieden und Wohlstand leben.